Ja, schönen guten Tag zu dem ersten Part von Das waren Zeiten mit den Videos hier, beziehungsweise mit dem Video. Erstmal möchte ich dazu aufrufen, den YouTube-Channel ein bisschen zu unterstützen. Ich meine, wozu haben wir den? Und so schwer ist es ja nicht, so ein kurzes Video zu machen. Ich kommentiere jetzt auch hier mal so ein älteres Modern Warfare-Video. Ist eigentlich recht einfach, einfach losplappern, genauso wie mit dem anderen hier User-Videos. Ich weiß ja nicht, ob Ali hier auch mal mitmachen will. Ich meine, so ein Gameplay-Video kann er bestimmt auch nochmal machen. Ansonsten müsste sich mal eine PlayStation dafür kaufen. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ihr kennt Modern Warfare 1. Sieht ja ganz schick aus, ne? Was ich insgesamt geplant habe, ist einfach mal die schönsten Anfangsspiele, nenne ich es jetzt einfach mal, der PS3 sozusagen rauszusuchen. Okay, Anfangsspiel ist das jetzt nicht, das ist ja so ein Mittelding, sagen wir es mal so, aber so, was mal schön wäre, wäre so ein Resistance-Video. Vielleicht hat ja einer mal Lust, so ein schönes Resistance-Video zu machen vom ersten Teil, aber bitte. Ja. Damals, als man sich noch so mit den Waffen geprügelt hat. Und ja. Modern Warfare 1, was soll ich groß sagen? Ist ein Burner schlechthin. Wer es nicht gespielt hat, sollte es noch. Naja, ja, okay, sollte es sich vielleicht nochmal irgendwie günstig kaufen. So teuer ist es ja eigentlich nicht mehr, denke ich. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Und ja. Im Gegensatz zu Modern Warfare 2, also dem neuen. Also, ich find wirklich den Teil hier besser. Der erste Teil hier, der hat mich länger gepackt. Also, ja, was soll man sagen? Modern Warfare, also enttäuscht, also der neue Teil hat mich jetzt nicht enttäuscht. Also, aber richtig umgehauen hat er mich jetzt nur nicht wie der hier. Also, naja, ist schon was, ne? Hier gibt's eigentlich nur ein Ziel und das ist loslegen. Und in Modern Warfare 2 hast du ja auch noch alle möglichen Extras wie diesen Hubschrauberschützen und so ein Kram. Ah, das ist zu viel, finde ich. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag das nicht so. Und naja. Ich meine, kann ja mal ganz lustig sein, Hubschrauberschützen zu haben und dann Atombombe hinterher und dann hat man eine Abschussserie von 47 oder so ein Quark. Oh. Habe ich jetzt zum Beispiel. Guck mal, hier in Modern Warfare hatte ich, ich glaube, mit großer Qual eine 30er hingelegt oder so. Also, ja, glaube ich, war das nicht. Also hier war es noch richtig anstrengend, mal so eine Abschussserie hinzulegen, finde ich. Ja, ein weiterer Pluspunkt von diesem Spiel ist, finde ich, einfach das Gameplay. Also die Maps, die waren, fand ich, schon gut aufgeteilt. Es waren, wie ich finde, weniger Camper vorhanden. Die Maps waren, finde ich, durchdachter als die anderen. Und ich finde, sie packen, also da hat mich jede Map gepackt. Im neuen Teil weniger. Also da habe ich nur am liebsten Scrapyard gespielt und, oh Gott, keine Ahnung. Also, der Rest ging so. Aber man hat es natürlich gespielt. Natürlich. Man ist ja der Masse hinterhergegangen. Und wer hier kommt jetzt wieder hier? Uah. Fanboy, das ist dasselbe Spiel, Leute. Ja. Was ich ebenfalls cool fand, waren die goldenen Waffen. Ich weiß nicht, da könnt ihr euch bestimmt dran erinnern. Die meisten haben sich ja die gecheatet hier über Käfigschlacht. Ich habe sie mir selber erspielt, ja. Mal ein anderer, der sich sie selber erspielt hat. Und ja, keine Ahnung. Was soll ich noch groß sagen? Also, was soll ich sagen? Wah, 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 bam! Oh, schade. Hätte ja klappen können. Ja. Was ich eigentlich machen wollte, ist von Battlefield eine Review. Aber da gab es irgendwie noch Probleme mit dem Video und Ton und allem. Und naja, gut. Da muss ich nochmal ran. Wahrscheinlich mache ich dann auch gleich ein Multiplayer-Video, weil das vom Singleplayer geht so. Ich meine, da hatte ich es gerade frisch, das Spiel. Jetzt ist schon ja etwas länger da bei mir hier zu Hause. Und ja. Oh.
Alter, der hat das Spiel verlassen. Ist ja scheiße. Ja, da hat man schön den Sound von der Tonausgabe des Headsets damit aufgenommen. Yeah, ist das geil. Wenn die Amis einen da so reinlabern, ist das immer so am geilsten gewesen. Ja. Mensch, wir haben noch ungefähr eine Minute. Dann ist das Video schon vorbei. Und ich gehe schon wieder drauf. Nein, das geht doch nicht, Mann. In COD4 draufgehen, das war für mich das Schlimmste, ja. Damals war man noch ein Suchti und hat hinter jedem Kill hinterher gehechtet. Aber jetzt ist das anders. Ja. Jetzt steht man nur noch da. Jetzt ist man Opa sozusagen, ja. Man wird in Modern Warfare 2 gleich angemacht. Ja. Das liebe ich immer. Wir Deutschen sind dann immer so. Uah, Camper, Camper, Camper. Ihr müsst mal drauf achten, es sind nur die Deutschen, die immer wieder Camper sagen. Habt ihr jemals Amis gehört, die da Camper sagen? Kaum. Die Amis mögen das bestimmt oder so. Keine Ahnung. Oder Gott weiß was, Franzosen, Chinesen, keine Ahnung wer. Niemand sagt irgendwas, aber wir Deutschen. Aber wir Deutschen, wir regen uns auf. Ja. Das sollten wir uns vielleicht mal abgewöhnen. Einfach den Leuten sagen, hey, Spiel, ist auch okay. Und ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Und das ist auch jetzt sozusagen das Ende vom Video. Und dann sage ich mal, danke und bis später.